Dies ist ein Zusammenschnitt aller 21 Missionsguides für die Siedler 4 Hauptspielkampagnen. Diese Guides und damit das gezeigte Bildmaterial sind inzwischen über 5 Jahre alt. Stand 2024 ist der beste Weg, dieses Spiel zu spielen, die History Edition in Verbindung mit dem Settlers United Projekt, welches neben Multiplayer Matchmaking unter anderem den HD-Patch von Wizard Maker sowie meinen eigenen Ultimate Balance Overhaul enthält. Dieser kann die Spielweise für Mission 6 deutlich positiv beeinflussen, verändert aber sonst wenig an den angewandten Strategien. Falls ihr für eine Mission detailliertere Hilfe benötigt, findet ihr auf dem Zweitkanal Longplays aus dem letzten Jahr für alle hier gezeigten Missionen. Morbus, ich bin sehr enttäuscht. Du hast die Götter gegen mich aufgehetzt. Moment, hier. Er ist tot. An seinem Mitleiden mit den Menschen ist er gestorben. Was soll dieser Unsinn? Ich versichere euch, das ist alles nur ein unglückliches Missverständnis. Du wirst verbannt. Verbannt? Auf die Erde. Erde? Ist das ein Problem für dich? Das ist Folter! Gnade! Die erste Römermission der Drei-Völker-Kampagne ist für viele Spieler die erste Mission überhaupt. Dementsprechend verzeiht diese Karte so ziemlich jeden Fehler und eigentlich erkläre ich sie nur der Vollständigkeit halber. Die Karte setzt euch als ersten und vorerst einzigen Gegner eine Wikinger-Siedlung entgegen, die es zu zerstören gilt. Auf der Karte sind überall Steinvorkommen verteilt. Die beiden Gebirge südlich eurer Siedlung enthalten Kohle, Eisen und Stein. Im Osten gibt es ein weiteres Gebirge, das zusätzlich auch Gold beherbergt. Ihr startet außerdem mit einem Kriegsschiff, dessen Einsatzmöglichkeiten aber eher begrenzt sind. Um zur Wikinger-Siedlung zu gelangen, müsst ihr um das Meer herum expandieren. Sobald ihr die Wüste erreicht, seid ihr in der Nähe und könnt wahrscheinlich auch die Grenze sehen. Die Wikinger warten auf dieser Karte extrem lange mit einem Angriff. Wenn ihr sicher gehen wollt, könnt ihr aber auch ein paar große Türme an der Grenze bauen. Sobald ihr genug Soldaten habt, könnt ihr zum Angriff übergehen. Die Wikinger sind in dieser Mission so geskriptet, dass sie kaum Soldaten produzieren, also sollte das sehr schnell gehen. Wie gesagt, diese Mission ist noch sehr einfach. Ich kann euch aber auch sagen, dass dies nicht so bleiben wird. Die nächste Mission verzeiht schon deutlich weniger Fehler. Die zweite Mission der Römerkampagne ist zwar nicht besonders schwer, anders als die vorherige ist Magie des Südens aber nicht so geskriptet, dass man sich schon anstrengen müsste, um zu verlieren. In dieser Mission müsst ihr euch gegen die Mayas behaupten. Anders als in der letzten Mission müsst ihr aber nicht die gesamte Siedlung zerstören. Es reicht, wenn ihr diesen kleinen Tempel zerstört. Eure Steine werdet ihr zunächst aus dem Süden eurer Siedlung beziehen. Das kleine Gebirge in eurer Siedlung enthält Eisen, ist aber so klein, dass nur eine Mine reinpasst. Das Gebirge im Nordwesten enthält ausschließlich Kohle und je nachdem, wie ihr eure Minen platziert, könnt ihr vielleicht drei davon dort unterbringen. Am Fuß des Gebirges im Süden findet ihr Gold. Die anderen Rohstoffe sind ebenfalls dort verteilt. Sollten eure Steinvorkommen zur Neige gehen, könnt ihr dort auch eine Steinmine bauen. Es gibt ein weiteres Gebirge mit all diesen Rohstoffen im Westen, das ihr aber wenn überhaupt erst später erreicht. Expandiert nach Westen und nach Süden. Nach Westen, um genug Bauplatz zu haben und nach Süden, um die Steinvorkommen und zumindest die Gold- und Steinvorkommen im Gebirge zu sichern. Es reicht völlig, wenn ihr bis zum Engpass zwischen Meer und Gebirge expandiert und dort einige große Türme errichtet. Ich wurde zwar in dieser Runde nicht angegriffen, wenn die Mayas angreifen, werden sie es aber dort tun. Wie bereits erwähnt, genügt es, den kleinen Tempel der Mayas zu zerstören. Lasst euch also nicht unnötig von der übrigen Siedlung ablenken und zieht mit euren Soldaten immer weiter Richtung Südosten. Sobald der Tempel zerstört ist, habt ihr gewonnen und könnt euch der nächsten Mission widmen. Nachdem wir mit den Wikingern und Mayas den Boden gewischt haben, haben sich die beiden Völker nun verbündet. In der letzten Mission der Römerkampagne, Blockadebrecher, müssen wir uns daher beiden Völkern stellen. Die gute Nachricht ist aber, dass wir dieses Mal sehr gute Startbedingungen haben und der Feind sich laut Skript auf vielleicht eine Stunde Zeit lässt, bevor er angreift, was er in dieser Aufnahme wieder nicht getan hat. Auf normal solltet ihr nach etwa 40 Minuten mit einem Angriff rechnen. Die Siedlung der Mayas findet ihr östlich von eurer eigenen. Direkt nördlich von der Maya-Siedlung findet ihr die Wikinger. Beide Siedlungen enthalten heilige Stätten, die ihr einnehmen sollt. Um diese Siegbedingungen auszulösen, muss euch der unmittelbare Bereich um die Städte vollständig gehören. Notfalls gewinnt ihr aber auch, wie gewohnt, sobald alle Türme eingenommen wurden. Im Norden und Süden findet ihr Felsen, von denen ihr Steine abbauen könnt. Das Gebirge südlich eurer Siedlung enthält Eisen, Kohle und Nutzlosium, ich meine Schwefel.
Am Fuß des Gebirges im Osten findet ihr Stein, Eisen und etwas Gold, was aber nicht für eine stabile Soldatenproduktion ausreicht. Um die Goldader des Gebirges zu erreichen, werdet ihr ein gutes Stück expandieren müssen. Dort findet ihr aber auch zusätzliche Kohle, Eisen und Stein. Zu Beginn verdreifacht ihr zunächst eure Planierer sowie Bauarbeiter und erhöht die Anzahl eurer Träger. Dies wird euch den Großteil eurer freien Siedler kosten, weshalb ihr schnell neben eurer Bauwirtschaft auch ein mittleres Wohnhaus bauen solltet. Das Goldvorkommen, das uns am Anfang zur Verfügung steht, reicht wie gesagt nicht für eine stabile Produktion von Level 3 Soldaten. Daher habe ich es in einen großen Tempel sowie einige Level 2 Soldaten investiert. Der Fuß des östlichen Gebirges eignet sich außerdem gut für eure Verteidigungslinie. Das Spiel empfiehlt, alle anderen Türme abzureißen. Und auf dieser Karte spricht auch absolut nichts dagegen, da der Feind nicht in eure Nähe expandiert und euer Gebiet daher nicht durch Türme geschützt werden muss. Während eure Soldatenproduktion läuft, solltet ihr um den östlichen Berg herum in Richtung Osten expandieren. Sobald ihr die Goldader erreicht habt, könnt ihr euch auf die Produktion von Level 3 Soldaten konzentrieren. Dehnt euer Gebiet am besten so lange aus, bis es an das der Mayas grenzt. Sobald dies geschehen ist, solltet ihr die nötigen Soldaten haben, um zumindest die Mayas besiegen zu können. Von dort aus könnt ihr mit der Wikinger-Siedlung genauso verfahren. Sobald beide Siedlungen zerstört wurden, habt ihr die Römerkampagne erfolgreich bewältigt. Kurze Anmerkung, die Römermissionen wurden bisher auf leicht aufgenommen. Ab dieser Mission wird, wenn nicht anders angegeben, auf normal gespielt. In der ersten Wikinger-Mission müsst ihr euch den Steinmenschen, aka den Mayas, stellen. Diese Mission ist der schwerste Anfang einer Drei-Völker-Kampagne, aufgrund einer Besonderheit, die ich gleich näher erkläre. Die Siedlung der Mayas findet ihr nordöstlich von eurer eigenen. Ich muss euch inzwischen wahrscheinlich nicht mehr sagen, was ihr mit dieser Siedlung tun müsst. Im Südosten findet ihr einige zusätzliche Rohstoffe und Werkzeuge in einer Ruine, die ihr möglichst schnell erobern solltet. An der Landzunge im Norden landen etwa alle 15 bis 20 Minuten immer größer werdende Truppen der Mayas, die sich dann in Richtung ihrer Siedlung bewegen. Durch diesen ständigen Nachschub kann die Soldatenanzahl der Mayas weit über die geskripteten Limits und sogar das Hardcap von 2500 Siedler pro Spieler hinausgehen. Deshalb solltet ihr diese Truppen immer abfangen, sobald ihr die nötigen Soldaten dazu habt. Das Gebirge in eurer Siedlung enthält Kohle, Eisen, Stein und Gold. Weit im Osten gibt es ein weiteres großes Gebirge mit all diesen Rohstoffen sowie weiteren Felsen. Aufgrund des Geländes erhöhe ich zwar wie gewohnt die Anzahl der Bauarbeiter um 5, investiere meine Schaufeln aber lieber in Pioniere. Da die Wikinger im Vergleich zu den Römern viel Holz und wenig Stein benötigen, solltet ihr eine Holzproduktion anstreben, die 3 Sägewerke versorgen kann. Die zusätzliche Säge, die ihr brauchen werdet, findet ihr in der Ruine. Sobald diese erobert ist, werdet ihr auch genug Schaufeln haben, um Planiere und weitere Pioniere erstellen zu können. Die Mayas warten laut Skript auf normal mindestens 40 und auf leicht 60 Minuten, bevor sie angreifen. Zu diesem Zeitpunkt solltet ihr einige große Türme gebaut und besetzt haben. Alle anderen Türme habe ich abgerissen, da die Mayas auf dieser Karte nicht über ihren Teil des Gebiets hinaus expandieren und weitere Türme daher nur Platz wegnehmen und Angriffsfläche bieten. Ich habe im Osten der Maya-Siedlung angegriffen, da ich dort ihre Waffenindustrie vermutet hatte. Diese befindet sich aber eher im westlichen Teil der Siedlung, östlich der Mana-Produktion. Je nachdem, wie eure Kampfmoral aussieht, solltet ihr versuchen, den Kampf auf dem eroberten Gebiet stattfinden zu lassen, um eure Verluste zu minimieren. Sobald alle Türme erobert sind, könnt ihr euch in die nächste Mission stürzen. Nach unserem Sieg über die Mayas ist es jetzt Zeit, gegen die Römer anzutreten. Deren Siedlung befindet sich östlich von eurer eigenen. Seid gewarnt, auch ohne Script-Gimmick sind die Römer in dieser Mission gefährlicher als die Mayas in der vorherigen. Der Berg in eurer Siedlung enthält alle 5 Erze. Sogar Schwefel, obwohl keines der anwesenden Völker dieses benutzen kann. What the fuck, Blue Byte? Zusätzliches Erz findet ihr außerdem im Gebirge im Süden. Das Spiel empfiehlt den Bau einer Kühlerei, was aber nicht nötig ist. Auf dieser Karte startet ihr mit einer etwas größeren Siedlung, mehr Rohstoffen und sogar einer fertigen Getreidefarm. Sorgt für eine starke Holzproduktion und sichert euch möglichst viel Bauplatz. Das Gelände ist recht uneben, was es schwer macht, große Gebäude zu platzieren. Auf normal müsst ihr nach etwa 40 Minuten mit einem Angriff rechnen, auf leicht habt ihr eine Stunde Zeit. Unabhängig von der Schwierigkeit ist der erste Angriff bereits sehr stark und es folgt relativ schnell ein weiterer Angriff. Grundsätzlich gibt es 3 Orte, von denen aus ihr angegriffen werden könnt. Die beiden Engpässe am Gebirge und der Übergang im Süden. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich und versucht alle 3 Orte zu verteidigen. Das ist unnötig, verschwendet Baumaterial und verteilt eure Truppen. Festigt stattdessen den nördlichen Engpass. Dort ist die Gefahr am größten, dass der Römer in euer Gebiet hinein expandiert und reißt alle Türme, die nicht zu dieser Verteidigung beitragen, ab. Da die KI beim Angriff nach Türmen sucht, könnt ihr so bestimmen, wo die Römer angreifen werden. Sollten die Römer einen eurer Verteidigungstürme einnehmen, könnt ihr dies ausnutzen. Die KI wird immer wieder kleine Patrouillen zu diesem Turm schicken, die eurer übrigen Verteidigung keinen ernsthaften Schaden zufügen sollten, da sie nur zufällig angreifen werden, wenn sie euren übrigen Türmen zu nahe kommen. So könnt ihr verhindern, dass sich die Römer zu sehr erholen.
Je nachdem, wie viele Soldaten die Römer noch haben, wenn ihr angreift, solltet ihr eroberte Türme abreißen, sodass das Gebiet und die Rohstoffe darauf nicht so leicht wieder zurückerobert werden können. Die KI hat auf dieser Karte eine recht hohe Kampfkraft und ging in dieser Aufnahme sogar über die 100%, war also im Angriff noch etwas stärker als auf eigenem Gebiet. Lasst der KI keine Gelegenheit, sich zu erholen, und ihr werdet sie bald überwältigt haben. Zum Ende der Wikinger-Kampagne haben sich die Römer und Mayas gegen uns verbündet. Die Siedlung der Römer befindet sich im Norden von eurer eigenen, und direkt östlich der Römer haben sich die Mayas angesiedelt. Der Berg in eurer Siedlung enthält Eisen, Stein und Kohle. Der Krater im Südosten enthält alle Erze sowie einige fertige Goldbarren, die für unsere Strategie besonders wichtig sein werden. Diese Mission lässt sich in weniger als einer Stunde Ingame-Zeit bzw. einer halben Stunde Echtzeit lösen, allerdings muss der Ablauf recht schnell erfolgen. Erhöht wie üblich die Anzahl der Planierer und Bauarbeiter um 5 und gebt ein mittleres Wohnhaus in Auftrag. Sobald dieses steht, erhöht ihr eure Planierer und Bauarbeiter erneut auf insgesamt 15. Baut eure Holzproduktion gut aus und erobert das Gebirge. Dann breitet euch nach Westen und Süden aus, bis ihr den Fluss erreicht. Die Nahrung für unsere Bergmänner wird in erster Linie aus Fisch bestehen. Letztendlich streben wir 1-2 Eisenminen, 3-4 Kohleminen und je 2 Eisenschmelzen und Waffenschmieden an. Wir bauen auch eine Werkzeugschmiede, reißen diese aber wieder ab, sobald sie ein paar Angeln produziert hat. Zusätzlich schicken wir einige Diebe los, um die Goldbarren aus dem Krater zu holen. All dies muss innerhalb der ersten 20 bis 25 Minuten erfolgen. Die Goldbarren nutzen wir zur Produktion von Level 3 Soldaten. Für Bogenschützen verschwenden wir kein Gold. Sobald ihr einige Soldaten habt, greift ihr mit diesen die Mayas an. Sie sind der schwächere Gegner und wenn ihr schnell wart, hatten sie noch keine Gelegenheit, eine Kaserne zu bauen. Während des Angriffs baut ihr eine Produktionskette für Brot auf und sorgt dafür, dass die Kohleversorgung und damit die Soldatenproduktion nicht stockt. Ein Lazarett ist insbesondere für eure Level 3 Schwertkämpfer sinnvoll. Sobald die Mayas besiegt sind, nutzt ihr die übrigen Truppen, um über das Gebirge die Metallindustrie der Römer anzugreifen. Eure neuen Truppen schickt ihr ebenfalls los. Falls es euch nur gelingt, die römischen Soldaten zu töten, aber nicht ihre Türme einzunehmen, versucht ihr, die Kaserne mit Bogenschützen zu blockieren. Wenn euch das gelingt, habt ihr praktisch schon gewonnen, da die Römer sich dann nicht mehr erholen können. Wenn alles nach Plan läuft, habt ihr die Wikinger-Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Die erste Mission der Maya-Kampagne setzt uns die Römer entgegen. Deren Siedlung befindet sich nordöstlich von unserer eigenen. Der Berg im Süden eurer Siedlung enthält Eisen, der im Südosten Kohle und der im Osten enthält gar keine Rohstoffe. Weitere Erze findet ihr auf der südlichen Halbinsel, die wir aber ignorieren werden. Diese Mission lässt sich sehr schnell lösen. Die Römer greifen auf dieser Karte relativ früh an, nach 45 Minuten auf leicht und 30 Minuten auf normal. Das wird aber kein Problem sein, weil wir ihnen zuvorkommen werden. Erhöht dazu die Anzahl eurer Planierer und Bauarbeiter um 5 und gebt 2 Holzfäller und Steinmetze sowie einen Förster und ein Sägewerk in Auftrag. Sobald diese stehen, baut ihr ein mittleres Wohnhaus sowie 2 Lager für Bretter und Steine. Expandiert dabei soweit nötig. Dann baut ihr eine Fischerhütte, die unsere Minen über die Startvorgaben hinaus versorgen wird. Es folgen eine Kohle- und eine Eisenmine sowie eine Eisenschmelze, eine Waffenschmiede und eine Kaserne. Stellt die Waffenproduktion auf 100% Schwerter und schlagt zu, sobald ihr 15 bis 20 Soldaten habt. In dieser Aufnahme hatten die Römer bereits einige Soldaten produziert, trotzdem gelang es mir, ihrer Siedlung großen Schaden zuzufügen. Während des Angriffs solltet ihr ein Lazarett vorbereiten und in Richtung der Römersiedlung expandieren, damit eure Siedler das Material auf dem eroberten Gebiet holen können. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, werden die Römer bald handlungsunfähig sein. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr gewonnen habt und die nächste Mission antreten könnt. In der zweiten Mission der Maya-Kampagne müssen wir uns den Wikingern stellen. Diese Mission ist die einzige in den 3 Völker-Kampagnen, die den Einsatz von Schiffen erfordert, was Vor- und Nachteile für uns hat. Die Siedlung der Wikinger befindet sich auf einer Insel im Norden. Außerdem haben sie einen Brückenkopf ein Stück nordwestlich von unserer Siedlung. Solange beide Türme dort den Wikingern gehören, wird etwa alle 20 bis 25 Minuten ein Kriegsschiff vorbeikommen und eine mit der Zeit größer werdende Gruppe Soldaten absetzen. Ähnlich wie in Mission 1 der Wikinger-Kampagne. Sobald ihr einen der Türme erobert, seid ihr sicher, aber bis dahin solltet ihr auf Angriffe vorbereitet sein. Der Berg im Norden enthält reichlich Kohle, Eisen und Gold. Der Krater im Westen enthält keine Erze, aber Waffen sowie Tequila, womit wir unserer Mana-Produktion etwas Starthilfe geben können. Da die Startvorgaben sehr großzügig sind, erhöhen wir die Anzahl der Planierer, Bauarbeiter und Träger direkt um je 10. Unsere oberste Priorität ist es, den Brückenkopf der Wikinger einzunehmen, damit unsere Siedlung sicher ist. Bis dahin müssen wir mit Angriffen aus dem Westen rechnen, wobei die ersten Angriffstrupps kein großes Problem darstellen sollten. Sobald dies erledigt ist, stellen wir eine Armee von Level 3 Soldaten auf. Um diese Produktion zu stützen, bauen wir auch eine großzügige Mana-Produktion auf. Die Wüstengebiete, die ihr dazu brauchen werdet, könnt ihr mit dem Abkürzungszauber erzeugen. Außerdem bauen wir eine Flotte aus Fähren. Macht dabei nicht meinen Fehler und platziert die Werft nicht an der nördlichen Küste. Von dort könnt ihr nur die südliche Küste der Wikinger erreichen, was eure strategischen Möglichkeiten einschränkt. Nebenbei bauen wir auch noch eine Menge Zierobjekte, um unsere Kampfkraft zu erhöhen.
Sobald ihr euch bereit fühlt, greift ihr an. Mithilfe von Dieben könnt ihr zumindest die Ränder der Wikingersiedlung auskundschaften und wichtige Stellen finden, die ihr zerstören könnt. Alternativ könnt ihr die Burg auf der westlichen Landzunge einnehmen und den Kampf dort stattfinden lassen. Je nachdem, wie hoch eure Kampfkraft ist, sind eure Soldaten auf feindlichem Gebiet noch stärker als auf eigenem, aber auf eurem Gebiet ist dafür die Kampfkraft der Wikinger reduziert. Außerdem befindet sich die Burg in der Nähe der feindlichen Kaserne. Abgesehen von den dortigen Soldaten hat die Siedlung keine nennenswerten Verteidigungen, da selbst die großen Türme und Burgen nur minimal besetzt sind. Allerdings ist ausgerechnet auf dieser Karte kein Limit vorgegeben, ab dem die Wikinger keine weiteren Soldaten produzieren. Sobald alle Türme euch gehören, könnt ihr euch an den Abschluss der Maia-Kampagne wagen. Wenn ihr meiner Reihenfolge gefolgt seid, ist das hier die letzte Mission, bevor wir uns der Hauptkampagne widmen. In der letzten Maia-Mission müssen wir zwei Siedlungen der Römer und Wikinger zerstören. Dies ist meiner Einschätzung nach die schwerste Mission der drei Völkerkampagnen und ich selbst habe sie vorher nur einmal unter normalen Umständen gewonnen. Daher habe ich auch in dieser Aufnahme einige Fehler gemacht, also nicht wundern, wenn das, was ich sage, sich nicht mit dem deckt, was ihr seht. Die Strategie, die ich beschreibe, ist eine völlig andere als die, die ich in der Aufnahme angewandt habe. Die Siedlung der Römer findet ihr südöstlich von eurer eigenen. Die Wikinger haben sich im Osten niedergelassen. Im Südwesten findet ihr außerdem eine heilige Stätte, zu dieser sage ich gleich mehr. Die Karte enthält eine lange Gebirgskette. Leider enthält der Teil des Gebirges, der für uns zugänglich ist, ausschließlich Kohle. Im Zentrum der Karte gibt es einen kleinen See, in dessen Umgebung ihr Eisen, Stein und Gold finden könnt. Leider öffnet sich dieser Abschnitt des Gebirges gefährlich nah an der römischen Grenze. Nachdem wir 3 zusätzliche Planierer und 5 zusätzliche Bauarbeiter erstellt haben, investieren wir die übrigen Schaufeln in Pioniere und schicken diese zusammen mit 5 mit Steinen beladenen Dieben und 2 Geologen los, um die heilige Stätte zu erobern. Sobald die Stätte erobert ist, wandelt ihr 2 Pioniere, die Diebe und die Geologen in Siedler um und macht aus ihnen 5 Träger und je 2 Planierer und Bauarbeiter. Diese können dann wichtige Vorarbeit am Steinkopf leisten, während die Pioniere die Goldbarren in der Nähe erobern. Dadurch spart ihr später Zeit, weil die Laufwege zum Steinkopf recht lang sind und das Spiel das nicht gerade effizient handhabt. Während wir unsere Siedlung aufbauen, expandieren wir so weit wie möglich in die Richtung der Städte. Außerdem greifen wir die Römer an. Betretet die Siedlung von Norden über das Gebirge und erobert alle Türme bis auf die beiden großen. Dann sollten die Römer dauerhaft handlungsunfähig sein. Wenn der Steinkopf fertig ist, erhaltet ihr 56 Eisenbarren. Setzt nun alles daran, die heilige Stätte mit eurer Siedlung zu verbinden. Während eure Pioniere daran arbeiten, baut ihr auf eurer Seite der Landbrücke 2 Waffenschmieden, eine Eisenschmelze, eine Goldschmelze, eine Kaserne und 2 Lager für Eisenbarren sowie Waffen und Werkzeuge. Expandiert außerdem bis zur römischen Siedlung und sichert euch die Rohstoffvorkommen am See. Zeit ist der wichtigste Faktor in dieser Mission. Das Skript gibt keine Angriffszeit vor, erfahrungsgemäß müsst ihr nach 45 Minuten mit einem Angriff rechnen. Das exakte Timing und die Stärke der Angriffe ist zufällig, speichert also viel. Reißt außerdem alle Türme, die nicht zu eurer Verteidigungsstellung gehören, ab und sammelt eure Soldaten bei den übrigen Türmen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr euch vor den Angriffen der Wikinger schützen können. Ohne die Römer sollten sie kein großes Problem darstellen. Ihr müsst aber auf eure Türme aufpassen, weil die Wikinger Axtkämpfer einsetzen. Danach ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr stark genug seid, um den Kampf zu den Wikingern zu tragen. Ich halt's nicht aus! Und überall, wo man hinsieht, grün! Aber jetzt ist Schluss damit! Gärtner! Ich will Ergebnisse! Tretet näher, Herr. Bist du verrückt? Aber sieht nur, Herr, sieht doch! Der Auftakt zur Hauptkampagne spielt sich noch größtenteils wie gewohnt. Wir spielen als Römer und haben den Auftrag, eine Siedlung der Mayas zu zerstören. Diese befindet sich auf einer Halbinsel im Westen. Eine Besonderheit hat diese Karte aber dennoch, denn hier werden wir zum ersten Mal mit dunklem Land konfrontiert. Das Gebiet westlich von unserer Siedlung ist unbrauchbar, bis wir es von Gärtnern wiederherstellen lassen. Was wir aber nicht müssen, und auch wenn sich die Mayas meiner Erfahrung nach nicht über die Landbrücke hinaus ausbreiten, dient das dunkle Land als Absicherung. Das Gebirge im Norden enthält Eisen, Kohle und Stein. Innerhalb des dunklen Landes gibt es ein weiteres Gebirge, welches alle Erze enthält. Im Süden findet ihr ein Gebirge mit Kohle und Gold. Oh, und Schwefel, aber das Zeug ist so nutzlos, dass ich es in Zukunft nur noch erwähnen werde, wenn es mal nützlich sein sollte.
Ein kleines Stück südlich des Sees, unter ein paar Bäumen versteckt, findet ihr außerdem genau 12 Golderz, die ihr für etwas ganz Besonderes brauchen werdet. Da die Startvorgaben hier nicht so großzügig sind, sind zunächst nur 2 zusätzliche Planierer und Bauarbeiter drin. Erobert das Gebirge im Norden sowie den nahegelegenen See und expandiert nach Osten, um euch den Bauplatz zu sichern. Baut außerdem eine Jagdhütte, um den Jäger zu nutzen, mit dem ihr startet. Während ihr eure Nahrungsproduktion aufbaut, beginnt ihr die Schwerindustrie zunächst mit je einer Kohle- und Eisenmine sowie einer Goldschmelze, um das bereits vorhandene Golderz zu verarbeiten. Sobald eure Steinvorräte es zulassen, baut ihr 12 Vasen an einer beliebigen Stelle. Sobald alle 12 fertig sind, erhaltet ihr 46 Goldbarren und 33 Eisenbarren in der Nähe des Sees. Ab hier könnt ihr eure Siedlung normal aufbauen. Achtet darauf, euch die Steinvorkommen im Gebirge zu sichern, bevor die Felsen in eurer Siedlung abgebaut sind, und sichert euch die Goldvorkommen im Süden, um langfristig höherwertige Soldaten rekrutieren zu können. Zur Verteidigung solltet ihr alle Türme bis auf einen abreißen und einige große Türme an einer beliebigen Stelle bauen. Mit dem Gold, das ihr vorher erhalten habt, könnt ihr Level 3 Soldaten rekrutieren, um die Türme optimal zu besetzen. Auf leicht solltet ihr nach 70 und auf normal nach 60 Minuten mit einem Angriff rechnen. Allerdings wurde ich in dieser Aufnahme nicht angegriffen. Möglicherweise, weil ich bereits genug Soldaten rekrutiert hatte. Ich weiß aber auch noch nicht genug darüber, wie die KI Angriffsentscheidungen trifft. Auf normal sollten die Mayas nicht mehr als 120 Soldaten produzieren. Es dürfte daher nicht lange dauern, bis ihr ihnen überlegen seid und zum Angriff übergehen könnt. Wenn alle Türme erobert wurden, könnt ihr euch an die nächste Mission wagen und herausfinden, wer für das zerstörte Land verantwortlich ist. In Mission 2 wird es schon deutlich interessanter, denn neben den Römern und Mayas mischt ein weiteres Volk mit. Die Siedlung der Mayas befindet sich im Westen. In der Mitte hat sich das dunkle Volk angesiedelt, wenn man das so nennen kann. Alle 3 Spieler sind untereinander verfeindet, was ihr unter Umständen ausnutzen könnt, aber die Mayas sind vorläufig keine Bedrohung für uns. Das Spiel gibt als Missionsziel die Zerstörung der Pilzfarmen des dunklen Volkes vor, deutet aber auch bereits an, dass wir uns früher oder später mit den Mayas anlegen müssen. Dazu später mehr. Der Berg im Norden enthält Kohle, Eisen und Stein. Im Westen findet ihr Kohle und Gold. Insgesamt ist die Karte sehr rohstoffreich, ihr solltet aber früh die übrigen Berge nach weiterem Eisen absuchen. In den nördlichen Bergen findet ihr auf jeden Fall welches. Am Anfang sind hier 1 bis 2 Geologen und Pioniere sinnvoll, die übrigen Schaufeln und Hammer nutzt ihr für Planierer und Bauarbeiter. Während ihr eure Siedlung aufbaut, müsst ihr auf eure freien Siedler und Träger achten, da der Bedarf an diesen auf dieser Karte recht hoch ist. Strebt eine großzügige Metallindustrie aus 2 Eisenschmelzen, 3 Goldschmelzen, 2 Waffenschmieden und 1 bis 2 Werkzeugschmieden an. Das dunkle Volk greift laut Skript auf normal nach frühestens 50 Minuten an. Auf leicht könnt ihr euch 70 Minuten Zeit lassen. In meinem Fall kam kein Angriff, zumindest kein von der KI befohlener. Stattdessen ist wohl eine Pilzfarm in der Nähe meiner Türme erschienen, was dazu führte, dass die Soldaten des dunklen Volkes dorthin patrouillierten und mich angriffen. Wenn es zu einem Kampf kommt, wird das dunkle Volk sehr viele Soldaten investieren. In meinem Fall hat das dunkle Volk in seinem Angriff über 200 Soldaten verloren. Außerdem wird das dunkle Volk eure Türme nicht erobern, sondern zerstören. Pilzfarmen werden zerstört, sobald das unmittelbare Gebiet um sie herum begrünt wurde. Dies kann von Gärtnern oder vom Abkürzungszauber eines Priesters erledigt werden. Sobald 2 Farmen zerstört wurden, wird ein Angriff der Mayas ausgelöst, dessen Stärke von der eingestellten Schwierigkeit abhängt. Die Mayas sollten aber zu keinem anderen Zeitpunkt angreifen. Beachtet, dass das dunkle Volk auf dieser Karte noch keine Möglichkeit hat, sein Gebiet zu erweitern. Einmal begrüntes Land bleibt also auch so. Sobald ihr den Angriff der Mayas abgewehrt habt, solltet ihr euch auf die Zerstörung des dunklen Volkes konzentrieren. Zerstört dazu alle Pilzfarmen. Sobald dies erledigt ist, wird der Schutzzauber des dunklen Tempels aufgehoben. Lasst eure Soldaten und Gärtner vorher nicht zu nah an den Tempel, sonst werden die Flammen sie verbrennen. Die sichtbaren Flammen sind trügerisch, der eigentliche Radius ist etwas größer. Sobald der Tempel zerstört wurde, ist das dunkle Volk besiegt. Anschließend könnt ihr euch um die Mayas kümmern. Das dunkle Land sollte deren Expansion in eure Richtung begrenzt haben. Hier könnt ihr wie gewohnt verfahren, die Türme müsst ihr zum Teil bei etwas suchen, da die Mayas in dieser Mission offenbar Pioniere einsetzen. Sobald die Siedlung der Mayas zerstört wurde, könnt ihr die nächste Mission starten und herausfinden, was die Wikinger in der Zwischenzeit so getrieben haben. Während die Römer und Mayas direkt vor der Haustür eines völlig neuen Gegners gegeneinander kämpfen, sind die Wikinger angepisst, weil das dunkle Volk das Gebiet um das Grab eines Kriegshelden im Zentrum der Karte befallen hat. Unsere Aufgabe ist es daher, dieses Gebiet zu erreichen und wieder zu begrünen. Das Gebirge bei unserer Siedlung enthält Kohle, Eisen und Stein. Im Südwesten findet ihr Eisen und eine Goldader,
Im Norden gibt es zusätzliche Kohle sowie Stein. Alle anderen Gebirge auf der Karte enthalten keine Rohstoffe. Diese Karte ist nicht besonders schwer, kann sich aber etwas in die Länge ziehen, da uns am Anfang sowohl Nahrung als auch Werkzeuge fehlen. Neben einer starken Holzproduktion, für die wir glücklicherweise bereits mit 3 Sägen starten, ist daher eine Werkzeugschmiede oberste Priorität. Letztendlich solltet ihr 2 Werkzeugschmieden haben, da wir viele Schaufeln brauchen werden. Zusätzlich hatte ich 2 Eisenschmelzen, eine Waffenschmiede und 2 Goldschmelzen, damit ich viele Level 3 Soldaten produzieren konnte. Da das dunkle Volk keine Türme besitzt, sollte der Großteil eurer Armee aus Bogenschützen bestehen. Wenn ihr zu viel Holz habt, kann sich der Bau einiger Quälereien lohnen, um überschüssiges Holz in Holzkohle zu verwandeln. Diese verhält sich genau wie Kohle und lässt sich anders als in Minecraft sogar mit normaler Kohle stapeln, aber nicht im Löffel pressen. Man kann eben nicht alles haben. Außerdem baue ich gerne vorsorglich eine Mana-Produktion. Da meine Waffenproduktion nicht mit meiner Goldproduktion mithalten konnte, lagen auch oft viele Goldbarren herum. Wenn eure Kampfkraft unter 100% liegt, lohnt es sich, ein paar Zierobjekte zu bauen. Grundsätzlich gibt das Skript kein Angriffsverhalten vor, und auf Normal wurde ich nicht vom dunklen Volk bedroht. Allerdings gibt es auch kein Soldatenlimit für das dunkle Volk. Im Nachhinein habe ich aber festgestellt, dass das dunkle Volk große Truppenverbände sinnlos an den Küsten stehen ließ. Mit Level 3 Soldaten und einer hohen Kampfmoral müsst ihr euch auch von einer zahlenmäßig überlegenen Streitmacht nicht einschüchtern lassen. Bevor ich angreife, sichere ich gerne den südöstlichen Übergang mit einigen Türmen. Das ist aber grundsätzlich nicht nötig. Gruppiert eure Soldaten und Gärtner so, dass ihr sie gut befehligen könnt und haltet euch an der südlichen Küste, bis ihr südlich von der Grabstätte seid. Sobald eure Gärtner dort angekommen sind, droht ihnen in erster Linie von Osten aus Gefahr, da sich der dunkle Tempel dort befindet. Beschützt eure Gärtner so lange, bis sich im Bereich um die Grabstätte kein dunkles Land mehr befindet, dann habt ihr bald gewonnen. In Mission 4 werde ich etwas anders als bisher vorgehen. Wir spielen immer noch mit den Wikingern und unser Ziel ist es, 3 Pilzfarmen des dunklen Volkes in weniger als 90 Minuten zu zerstören. Klingt schwerer als es eigentlich ist, diese Strategie dauert weniger als 10 Minuten in Echtzeit. Daher werde ich auch keine Zeit damit verschwenden, auf die genauen Begebenheiten der Karte einzugehen. Unsere Startvorgaben lassen den Bau von genau 5 mittleren Wohnhäusern zu. Und dies sind die einzigen Gebäude, die wir in dieser Mission bauen werden. Während unsere Siedler daran arbeiten, könnt ihr schon mal einige Diebe am Rand des dunklen Landes positionieren. Wichtig ist vor allem der Südwesten der Karte, denn hier ist Timing das Allerwichtigste. Sobald unsere Planierer ihren Teil der Arbeit erledigt haben, wandeln wir sie in Gärtner um und schicken sie in den Bereich nordwestlich von unserer Siedlung. Ein einzelner Dieb ist auch sinnvoll, da Diebe einen größeren Sichtradius als alle anderen Einheiten besitzen. Sobald die erste Pilzfarm zerstört ist, findet ihr die zweite ein Stück westlich von der ersten. Diese beiden Pilzfarmen sollten immer unbewacht sein und sind damit leichte Ziele. Danach speichert ihr zur Sicherheit und führt eure Gärtner entlang der Küste nach Süden. Passt dabei auf, dass ihr nicht an der Patrouille des dunklen Volks in die Arme lauft. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, hat einer eurer Diebe bereits die dortige Pilzfarm im Blick. Wandelt nun alle freien Siedler in Diebe um. Sobald das dunkle Volk die Pilzfarm unbewacht lässt, schickt ihr eure Soldaten und die Armee aus Dieben los, um das dunkle Volk zu beschäftigen. Angriffsmuster Selbstmord. Achtet darauf, dass sich eure Gärtner auf die Pilzfarm konzentrieren und sich nicht zu weit von ihr entfernen. Ihre Zerstörung ist alles, was euch vom Sieg trennt. In Mission 5 spielen wir wieder als Römer und haben erneut den Auftrag, Pilzfarmen zu zerstören. Die Wikinger sind aber auch nicht weit weg, sondern haben sich im Osten angesiedelt und sind sogar mit uns verbündet. Erwartet aber nicht viel Unterstützung von ihnen. Diese Karte konfrontiert uns zum ersten Mal mit dunklen Schamanen, welche in Karten vor Release des Trojaner-Add-ons definitiv die nervigste Einheit des dunklen Volkes darstellen. Nervig deshalb, weil sie eure Siedler versklaven und damit als einzige Einheit im Spiel eine Bedrohung für Zivilisten darstellen. Versklavte Siedler werden befreit, wenn die Pilzfarm, auf der sie arbeiten, zerstört wird, und diese Siedler gehören dann immer zu euch, unabhängig davon, zu welchem Volk sie ursprünglich gehörten. Wenn aber kein eigenes Land in der Nähe ist, sterben die befreiten Siedler sehr schnell. Das Gebirge in unserer Siedlung enthält Kohle und Stein. Im Südwesten findet ihr ein zweites Gebirge mit Gold und Eisen. Westlich davon findet ihr ein Schiffswrack und 16 Goldbarren. Wichtiger ist aber die Landbrücke, denn von hier aus wird das dunkle Volk angreifen, weshalb ihr hier eure Verteidigungsstellung errichten werdet.
Auf dieser Karte starten wir ohne jede Nahrungsmittel und mit nur zwei Bergmännern, plant das also mit ein. Sorgt für eine starke Holzproduktion, Stein sollte weniger problematisch sein. Ihr startet außerdem mit drei Golderz, welche wir für einen großen Tempel nutzen werden. Baut eure Siedlung normal auf und expandiert damit Richtung Landbrücke. Baut den Tempel, sobald ihr die Rohstoffe entbehren könnt. Sobald der Tempel fertig ist, schickt den ersten Priester zum Marktplatz der Wikinger. Diese schicken euch dann eine Fähre mit etwas Gold und einigen Waffen. Diese könnt ihr für eure ersten Soldaten nutzen. Auf normal greift das dunkle Volk nach 40 Minuten zum ersten Mal an. Und ich habe auf die harte Tour herausgefunden, dass man sich hier am Anfang nicht auf Level 3 Soldaten beschränken sollte. Auf leicht habt ihr 70 Minuten, was mehr als genug Zeit sein sollte. Wenn das dunkle Volk angreift, versucht die Schamanen als Erste zu töten. Wenn euch das gelingt, ziehen sich die übrigen Soldaten meist zurück. Und selbst wenn nicht, sind zumindest eure zivilen Siedler außer Gefahr. Wie bereits erwähnt, solltet ihr von den Wikingern keine weitere Hilfe erwarten. Sie werden aber später in Richtung des dunklen Landes expandieren. Wenn es zu Gefechten kommt, ist dies aber weder Absicht der Wikinger noch des dunklen Volkes, weshalb sich beide dabei ziemlich blöd anstellen. Die KI hat keine Möglichkeit, mit dunklem Land umzugehen, aber mit Gärtnern oder Priestern könnt ihr den Wikingern helfen, weiter in dunkles Land vorzustoßen. Wenn ich angreife, baue ich gerne einige Türme auf der anderen Seite der Landbrücke, um das Gebiet zu sichern und um ein Auge auf den dunklen Tempel haben zu können. Dann mache ich mich auf die Suche nach den Pilzfarmen. Das Spiel gilt als gewonnen, sobald nur noch zwei davon übrig sind. In Mission 6 spielen wir zum ersten Mal in dieser Kampagne als Maia. Das dunkle Volk ist auf dieser Karte abwesend, dafür sollen wir aber zwei Siedlungen der Römer und Wikinger zerstören. Die Siedlung der Römer befindet sich im Südwesten, die der Wikinger im Südosten und beide treffen sich im Süden. Das Gebirge im Nordosten eurer Siedlung enthält alle Erze, aber keines davon wirklich konzentriert. Im Süden eurer Siedlung findet ihr Kohle und Eisen, ein Stück westlich findet ihr Kohle, Eisen und Stein. Hinzu kommt ein Piratenschiff im Südosten, bei dessen Wrack ihr Eisen und Gold findet. So, jetzt wo die Formalitäten erledigt sind, what the fuck, Blue Byte? Das hier ist eine der schwersten, wenn nicht sogar die schwerste Mission des Hauptspiels. Es gibt zwei Gegner, die im Gegensatz zu mir sogar die Rohstoffe für einen längeren Krieg haben, während meine Gebirge einfach nichts hergeben. Und da sie nicht aufhören anzugreifen, ist es egal, wie viele Schlachten ich gewinne, weil ich den Krieg früher oder später einfach nur durch Zermürbung verliere. Noch dazu ist die Karte riesig, wodurch ich nicht mal die Übergänge zu den feindlichen Siedlungen erreichen kann, obwohl die halbwegs brauchbar für eine Verteidigungsstellung wären. Habe ich erwähnt, dass Axtkämpfer fucking OP sind? Okay, ich werde mein Bestes geben, um eine Strategie zu finden, die einigermaßen zuverlässig funktioniert, aber ich kann beim besten Willen nichts versprechen. Um diese Mission auf Normal zu schaffen, müsst ihr viel micromanagen und die Schwächen der KI ausnutzen. Dazu später mehr. Reißt zunächst alle Türme bis auf den kleinen im Süden ab, einschließlich des Aussichtsturms. Hört die Anzahl eurer Planierer um 7 und die eurer Bauarbeiter um 3. Den letzten Hammer benutzt ihr für einen Geologen. Schickt schon mal einen Schwertkämpfer zum Wrack und baut drei Streimetze, drei Holzfäller, ein Sägewerk und ein Forsthaus. Bei der Platzierung der Holzfäller müsst ihr etwas aufpassen, denn einen werdet ihr später auf jeden Fall brauchen, um das Gebiet für eure Verteidigungsposition zu roden. Und auch in der Siedlung müsst ihr Platz schaffen. Scheut euch nicht davor, Holzfäller abzureißen, falls ihr zu dem Zeitpunkt noch keine neue Axt bekommen habt. Spätestens jetzt solltet ihr ein mittleres Wohnhaus bauen. Am Anfang solltet ihr Häuser abreißen, sobald sie keine Siedler mehr enthalten, wenn eure Betten das zulassen, damit ihr mehr Material habt. Erobert die beiden Berge, die an eure Siedlung grenzen und expandiert in Richtung Südwesten, bis ihr das Gebiet zwischen dem Berg und dem Sumpf erreicht. Baut außerdem eine Jagdhütte, um die Versorgung eurer späteren Eisenmine zu sichern. Eure Kohlemine versorgt ihr vorläufig mit Fisch. Euer erstes Ziel in der Metallindustrie ist eine Werkzeugschmiede, dicht gefolgt von einer Eisenschmelze. Lasst in der Zwischenzeit einige Diebe die Eisen- und Goldbarren vom Wrack holen. Sobald ihr könnt, lasst ihr von eurem Werkzeugschmied eine zweite Säge für ein weiteres Sägewerk sowie weitere Äxte, Spitzhacken und ein bis zwei Sensen produzieren. Trefft außerdem Vorbereitungen für eine erste Mana-Produktion. Baut euren großen Tempel links neben den kleinen, mit dem ihr gestartet seid. Vervollständigt eure Metallindustrie und baut eure Mana-Produktion weiter aus, wenn eure Rohstoffe das zulassen. Langfristig werdet ihr nicht ohne Mana überleben. Ob sich eine vollständige Brot- und Fleischproduktion lohnt, kann ich nicht klar sagen, aber wie bereits erwähnt, sind die Minen nicht sehr ergiebig. Zur Verteidigung baut ihr eine Mischung aus großen und kleinen Türmen zwischen dem südwestlichen Gebirge und dem Sumpf. Platziert außerdem mindestens zwei kleine Türme so, dass eure Verteidigungssoldaten, die bei ihnen stehen, angreifen könnten, ohne sie zu provozieren. Das ist nicht ganz einfach, ihr müsst vielleicht etwas rumprobieren. Sorgt dafür, dass jeder Gegner mindestens einen Turm erobert. Ihr müsst nach 50 Minuten mit einem ersten Angriff rechnen, aber die ersten Angriffe der beiden Parteien sind noch harmlos. Scheut euch auch nicht, die patrouillierenden Soldaten gezielt in die Reichweite eurer Türme zu locken. Ein Lazarett solltet ihr ebenfalls in der Nähe haben. Produziert außerdem Level 2 Soldaten. Für mehr reicht euer Gold nicht und ihr könnt sie immer noch mit dem Beförderungszauber auf Stufe 3 bringen. Eure Waffenschmiede sollte größtenteils Bögen produzieren, der Großteil eurer Waffen wird aber aus eurer Mana-Produktion kommen. Ihr müsst um jeden Preis verhindern, dass einer der beiden Gegner über 150 Soldaten kommt,
sonst wird er euch irgendwann überrennen. Wenn ihr genug Bogenschützen habt, könnt ihr sogar die Patrouillen gezielt angreifen. Leider musste ich feststellen, dass diese Strategie ebenfalls glücksabhängig ist. Als ich sie einmal ohne Aufnahme ausprobiert habe, ist es mir sogar direkt gelungen. Als ich es einige Stunden später in der Aufnahme demonstrieren wollte, wo ich sogar noch einige Fehler vermieden habe, funktionierte es nicht. Es spielen einfach zu viele Variablen hinein, vom genauen Angriffsverhalten der KI bis hin zu Zaubersprüchen. Gelegentlich setzt der Wikinger Thors Hammer ein und zerstört einen eurer Türme, was wieder alles durcheinander bringt. Hinzu kommt, dass die göttlichen Gaben auch zufällig sind. Ich glaube aber, dass diese Strategie auf leicht funktionieren wird, da die KI dort weniger Kampfkraft hat und weniger aggressiv sein dürfte. Und wenn ihr diesen Guide braucht, kann ich euch nur empfehlen, euch zumindest diese Mission nicht auf normal anzutun. Mein Ultimate Balance Overhaul ist in erster Linie für den Multiplayer konzipiert, aber trotzdem will ich seit längerer Zeit einen Blick darauf werfen, wie er bestimmte Singleplayer-Missionen beeinflusst. Unser erstes Testsubjekt ist die 6. Mission der Hauptkampagne, Alles was glitzert, intern auch Dark 6 genannt. Diese Mission ist berüchtigt dafür, die mit Abstand schwerste der 29 Originalmissionen zu sein, auch wenn es ein paar Herausforderer gibt. Wir müssen uns als Maya jeweils einer Wikinger- und einer Römer-Siedlung stellen, die regelmäßig Angriffswellen zu uns schicken. Die ersten Angriffe abzuwehren ist dabei nicht mal das Problem, allerdings sind unsere eigenen Bodenschätze derart dürftig, dass wir unsere Produktion schnell nicht mehr aufrechterhalten können und unsere Soldaten zermürbt werden. Schauen wir mal, was Uber-Version Alpha 292 daran ändern kann. Nun sollte man festhalten, dass die KI stellenweise durchaus von Uber profitiert. Zum einen, wenn sie mit Spezialeinheiten startet, die bereits Buffs erhalten haben, auch wenn es dazu noch kein eigenes Video gibt, weil Hauptmänner noch fehlen. Zum anderen profitiert die KI auch von der verstärkten Kampfmagie, von der sie ja bei Gelegenheit auch großzügigen Gebrauch macht. Die Buffs an den Eco-Zaubern begünstigen dafür allerdings nur den Spieler, da die KI sie nicht einsetzt. Schauen wir mal, wie es läuft. Der Anfang der Mission verläuft wie gewohnt zäh, aber sobald die Magie ins Rollen kommt, wird der Unterschied erkennbar. Magie ist ohnehin schon eine beliebte Strategie für diese Mission, da sie einem kaum eine andere Wahl lässt. Und ich bin überzeugt, dass es auch genauso von Blue Byte vorgesehen war, da wir immerhin eine relativ üppige Wüste sowie einen kleinen Tempel zum Start bekommen. Nur sind Geschenke allein natürlich sehr zufallsbedingt und Umwandlung ist in Vanillan nicht wettbewerbsfähig. Mit Ubo können wir aber besser verhindern, dass uns die Steine ausgehen und haben gleichzeitig einen potenziell unbegrenzten Vorrat an Gold. Falls wir zeitweise auf Level 1 Soldaten zurückgreifen müssen, können wir diese nun auch etwas besser im Nachhinein befördern, wobei das dieses Mal nicht wirklich erforderlich war. Das bedeutet auch, dass wir unsere Kohle am Anfang komplett dafür verwenden können, die Eisenwaren aus dem Schiffswrack und aus den Geschenken zu weiteren Waffen zu verarbeiten. Alles andere ist auch erstmal zu teuer, bis wir Brot haben. Außerdem können wir jetzt auch mit Blasrohrschützen arbeiten, die nun ziemlich gut gegen Nahkämpfer abschneiden. Theoretisch könnten wir also auch Blasrohrschützen mit Schützenstrafen kombinieren. Dazu kommt auch noch, dass die gebufften Blasrohrschützen sehr gut mit Dieben kombiniert werden können, um Schwertkämpfer abzumetzeln. Das Terrain an den Übergängen eignet sich gerade beim Wikinger hervorragend dazu. Zugegebenermaßen hängt in dieser Mission immer viel von Glück ab, da es so gut wie kein Skript gibt. Wann, wie oft und in welchem Abstand die KI angreift, ist nicht vorhersehbar. In diesem Run haben die Römer und Wikinger auch nie wirklich gemeinsam angegriffen. Aber die Abwärtsspirale, in die man nach den ersten Angriffen traditionell geriet, trifft so nicht mehr ein. Die Wüste weitgehend vollzubauen ist natürlich Pflicht, aber wenn man das nicht verschläft, ist die Mission nun auf eine sinnvolle Weise machbar. Man hat nun als Spieler wirklich die Möglichkeit, seine Strategie anzupassen. Wenn man es so betrachtet, ist diese Mission eigentlich brillant. Die ersten 5 Missionen der Hauptkampagne konfrontieren uns immer mit etwas Neuem oder bringen uns etwas Neues bei. Mission 1 zeigt uns zum ersten Mal das dunkle Land, Mission 2 lässt uns das erste Mal dem dunklen Volk gegenübertreten, Mission 3 demonstriert dunkle Gärtner, Mission 4 unterstreicht nochmal die Notwendigkeit, Pilzfarmen zu zerstören und theoretisch auch, dass man dem dunklen Volk früh Einhalt gebieten sollte. Und Mission 5 führt die von allen Siedlerspielern heißgeliebten Schamanen ein. Wäre Mana auch in Vanilla auf oder nah an Ubo-Niveau, hätte Mission 6 dem Spieler eine weitere wichtige Lektion erteilen können, dass man manchmal mit dem Standardaufbau nicht weiterkommen wird. Das hier wäre der Punkt gewesen, an dem man sich, wenn man es nicht schon getan hat, gezielt mit Magie vertraut machen muss. Die dritte Mission der Maya-Kampagne tut das auch schon in einem geringeren Ausmaß, aber spätestens hier wäre man eben nicht mehr ohne weitergekommen. Insofern glaube ich, dass diese Mission mit Uro wesentlich besser wird. Seltsamerweise fanden sich keine Anzeichen für eine Verschwörung oder gar einen geplanten Angriff gegen uns. Keine Anzeichen für eine Verschwörung oder gar einen geplanten Angriff gegen uns. Keine Anzeichen für einen geplanten Angriff gegen uns. Wirklich? Das habe ich dezent anders in Erinnerung. In dieser Mission bleiben wir bei den Mayas. Wie sich herausgestellt hat, waren die Römer und Wikinger eigentlich viel mehr wegen des dunklen Volkes besorgt. Und da wir sie abgeschlachtet, uns gegen sie verteidigt haben, hat uns das dunkle Volk nun eingekreist. Die Römer und Wikinger sind erneut präsent und dieses Mal mit uns verbündet. Was natürlich nicht heißt, dass sie uns helfen werden. Wie kommt ihr denn auf diese verrückte Idee?
Unser Ziel ist es, unser Gebiet mit dem unserer neuen Verbündeten zu verbinden. Und nein, es reicht nicht, einfach Pioniere rüber zu schicken. Diese Mission ist aber viel einfacher als die vorherige. Der Berg im Mittelpunkt unserer Siedlung enthält alle Erze. Alle anderen Gebirge auf der Karte befinden sich in verbündetem Gebiet und sind daher für uns nicht nutzbar. Zu Beginn verwandelt ihr eure vorhandenen Pioniere sowie Geologen in Siedler und reißt alle Türme bis auf den großen im Nordosten eurer Siedlung ab. Sammelt dort eure Truppen. Ihr werdet direkt am Anfang angegriffen, allerdings zunächst noch ohne Schamanen, eure Zivilisten sind also sicher. Stellt zusätzliche Planierer und Bauarbeiter ein und beginnt mit dem Bau eurer Siedlung. Zur Verteidigung bauen wir zunächst ein paar weitere große Türme bei dem, den ihr stehen gelassen habt. Die übrigen Teile eurer Siedlung schützt ihr mit Gruppen aus 2 bis 4 großen Türmen, wenn eure Soldaten und Rohstoffe das zulassen. Ein Lazarett ist ebenfalls sinnvoll, um Verluste zu minimieren. Denkt daran, dass sich das dunkle Volk in der Regel zurückzieht, wenn ihr die angreifenden Schamanen tötet. Die halten allerdings anders als eure eigenen Priester echt viel aus. Sobald eure Siedlung gesichert ist, könnt ihr euch daran machen, die Belagerung zu durchbrechen. Ich fange beim Römer an, da hier weniger dunkle Truppen rumlaufen und meine Gärtner auch ohne Eskorte arbeiten können. Der Wikinger hat das Problem, dass sich zwischen ihm und uns der dunkle Tempel befindet. Nördlich eurer Siedlung ist aber wenig los, weshalb ihr euch hier leicht durcharbeiten könnt. Was ihr auch machen könnt, ist eure Gärtner das Land im Gebiet eurer Verbündeten wiederherstellen zu lassen. Eure Verbündeten breiten sich so weit aus wie möglich. Wenn ihr also das dunkle Land entfernt, können sie auch zu euch expandieren. Das ist aber nicht so zuverlässig. Wenn euer Gebiet mit dem der Römer und Wikinger verbunden ist, habt ihr gewonnen. In Mission 8 kehren wir zu den Römern zurück. Nachdem sie den Maya geholfen haben, suchen die drei Völker nun nach dem Ursprung des dunklen Volkes. Unser Ziel ist es daher, das Gebiet innerhalb dieser schneebedeckten Bergkette zu erreichen, wozu wir auf jeden Fall einen Priester benötigen werden. Eine feindliche Siedlung gibt es auf dieser Karte nicht, es fahren aber Piratenschiffe in regelmäßigen Abständen über die Karte. Außerdem haben wir ein Zeitlimit von 2,5 Stunden, was aber locker reicht. Das westliche Gebirge ist das einzige, das wir intensiv nutzen werden. Es enthält Kohle, Eisen und Stein. Das östliche enthält ausschließlich Kohle. Gold werdet ihr auf dieser Insel nicht finden, weshalb ihr gezwungen sind, eine Kolonie zu errichten. Setzt den Arbeitsbereich eures Steinmetzes direkt neu und erhöht die Anzahl eurer Planierer und Bauarbeiter. Lasst aber auch 1 bis 2 Hämmer für Geologen übrig. Da wir keine Feinde im traditionellen Sinn haben, können wir auf eine Waffenproduktion verzichten. Eine Fleischproduktion brauchen wir auch nicht, notfalls reicht ein Jäger. Meine Eisenmine habe ich aber primär mit Fisch versorgt. Eine Brotproduktion lohnt sich allerdings durchaus, da euer Steinvorkommen schnell erschöpft sein wird und ihr danach auf eure Steinmine angewiesen seid. Außerdem braucht ihr sowieso Weizen für einen Esel. Euer Fokus liegt auf Werkzeugen und der Vorbereitung einer Kolonie. Dazu benötigt ihr eine Werft, einen Hafen, eine Fahrzeugmanufaktur und eine Eselzucht. Bereitet außerdem Schaufeln für 16 Pioniere und Hämmer für die beiden Mechaniker, den Gründungskarren und einen Geologen vor. Baut zunächst eine Fähre und wenn ihr wollt ein Kriegsschiff. In dem Fall benötigt ihr zusätzlich eine Munitionsfabrik. Ein Kriegsschiff ist nicht zwingend notwendig, ist aber sinnvoll, um später das Handelsschiff zu schützen, da ihr dieses nicht direkt steuern könnt. Sobald ihr soweit seid, speichert ihr und beladet eure Fähre mit eurem Gründungskarren, einem Schwertkämpfer, einem Geologen und 8 Pionieren. Schickt die Fähre nach Süden, bis ihr die dortige Insel erreicht. Wenn ihr die Fähre im Auge behaltet, könnt ihr auf eine Eskorte verzichten. Währenddessen baut ihr euer Handelsschiff und lasst eure Siedler 16 Bretter, 16 Steine, eine Spitzhacke und 2 Einheiten Kohle in euren Hafen bringen. Eure Pioniere müssen genug Land erobern, damit ihr einen 2. Hafen und einen Turm bauen könnt. Verwandelt dann ein paar eurer Pioniere in Planierer und Bauarbeiter, damit sie diese beiden Gebäude bauen. Euer Geologe sucht in der Zwischenzeit nach Gold, welches ihr von euren übrigen Pionieren erobern lasst. Speichert erneut und lasst euer Handelsschiff die Waren zur Kolonie bringen. Dort baut ihr dann eine Goldmine, eine Goldschmelze und einen großen Tempel. Die Mine wird keine Nahrung benötigen, sie wird auch ohne mehr als genug Gold produzieren. Sobald der Tempel steht, speichert ihr ein letztes Mal und bringt euren Priester auf die Insel im Nordosten. Dort marschiert er zur Gebirgskette, schmelzt den Schnee und betretet das Tal, dann habt ihr auch schon gewonnen. Eure Siedler sehen hier offenbar keine Spuren des dunklen Landes, aber ganz ehrlich, diese Bäume sind echt sehr, sehr tot. In Mission 9 geht die Suche mit den Mayas weiter. Auf dieser Karte gibt es 3 weitere Maya-Siedlungen auf verschiedenen Inseln, die wir zerstören müssen. Wie in Mission 8 machen außerdem zahlreiche Piratenschiffe die Meere unsicher. Da uns die KI nicht angreifen kann, könnt ihr auf dieser Karte im Grunde genommen nicht verlieren. Schwierig wird es eher durch die Eigenheiten und technischen Probleme des Spiels. Das Problem sind die KI-Piratenschiffe. Sobald einer der Gegner besiegt wurde, spawnen dessen Schiffe weiterhin, reagieren dann aber nicht mehr auf den Befehl, der sie über die Map fahren und dann verschwinden lässt. Dadurch sammeln sich mit der Zeit immer mehr Schiffe an den Rändern der Karte. Das sieht hier noch harmlos aus,
kann aber extreme Formen annehmen, vor allem sobald mehr als eine KI besiegt wurde. Das gleiche Problem kann streng genommen auch in Mission 8 passieren, da aber erst, wenn die Karte schon gewonnen wurde. Als ich angefangen habe, mir die Skripte des Spiels anzusehen und mir damit Lua beizubringen, war ein Fix für dieses Problem mein allererstes Projekt. Mein Skript überprüft, ob eine KI besiegt wurde. Wenn ja, spawnen deren Schiffe nicht mehr. Ich kann euch nur empfehlen, dieses Skript zu nutzen, da Schiffe, die nicht direkt vom Spieler gesteuert werden, fehleranfällig sind und das Spiel instabil machen können. Das Gebirge nördlich eurer Siedlung enthält Kohle und Eisen. Im Süden der Insel findet ihr Schwefel und Stein. Dies ist auch die einzige Karte im Hauptspiel, in der Schwefel ausnahmsweise mal sinnvoll ist, da wir damit unsere Kriegsschiffe bewaffnen können. All diese Rohstoffe findet ihr auch in den beiden Gebirgen im Nordosten der Insel. Gold findet ihr aber erst auf der Insel der gelben Mayas. Da wir nicht angegriffen werden können, müssen wir uns auch nicht beeilen, was den Aufbau unserer Siedlung angeht. Die gelbe und die grüne KI haben keine voll funktionsfähigen Siedlungen und können daher keine Soldaten produzieren. Die gelbe KI ist mit Abstand die schwächste und sollte daher euer erstes Ziel sein. Ich würde mich auf dieser Karte nur ungern auf Handelsschiffe verlassen, aber mit dem Gold auf der Insel ließe sich ein großer Tempel bauen. Ein Lazarett und eine Kaserne sind ebenfalls sinnvoll, damit ihr, sobald ihr euch den grünen und blauen Mayas widmet, eure verletzten Soldaten dort behandeln und mit Hilfe von Magie neue rekrutieren könnt, ohne die Pfade der Piratenschiffe kreuzen zu müssen. Außerdem sind Ziehobjekte sinnvoll, um die Kampfkraft eurer Angriffstruppen zu maximieren. Letztendlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr gewinnt. Euch könnt theoretisch die Rohstoffe ausgehen, aber selbst das könnt ihr mit Mana auffangen. Und jede KI, die ihr zerstört, verringert auch die Gefahr der Piratenschiffe auf der Karte. Wichtig ist es aber, auf dieser Karte häufig zu speichern, da auch mit meinem Skript ein Absturz nicht auszuschließen ist. Der letzte Teil der Suche führt uns zu den Wikingern. Diese müssen sich drei abtrünnigen Siedlungen stellen. Die der Römer besteht allerdings nur aus Türmen und ist daher nicht funktionsfähig. Das Gebirge an der nördlichen Grenze unserer Siedlung enthält Kohle und Eisen. Diese Erze finden wir zusammen mit Stein auch in der Bergkette im Westen. Im Nordwesten unserer Halbinsel gibt es vier flache Gebirge, in denen ihr Kohle, Eisen und Gold finden könnt. In der Mitte unserer Halbinsel findet ihr außerdem einen Wrack mit ein paar Rüstungen und Goldbarren, die ihr bei Gelegenheit erobern solltet. Auf dieser Karte fehlen uns Äxte und Sägen, was für die Wikinger ein echtes Problem ist. Dafür starten wir mit einem Steinmetz und einer Getreidefarm. Euer erstes Ziel sollten zusätzliche Siedler und eine Werkzeugschmiede sein. Sobald eure Holzwirtschaft durch mindestens ein weiteres Sägewerk und weitere Holzfäller ergänzt wurde, könnt ihr an der Nahrungsproduktion und der Schwerindustrie arbeiten. Die KI ist durch das Skript gezwungen, auf leicht 70 und auf normal mindestens 50 Minuten mit einem Angriff zu warten. Ich wurde aber auch auf normal erst nach 70 Minuten angegriffen. Die KI sind defensiv eingestellt, was bedeutet, dass sie zwar angreifen werden, aber sich ihre Aggression in Grenzen hält, solange ihr sie nicht provoziert. Die Sümpfe in der Nähe eurer Siedlung eignen sich gut für eine erste Verteidigungsstellung. Langfristig solltet ihr aber den Übergang zur anderen Halbinsel sichern. Sobald der Übergang mit ein paar Türmen bewacht wird, sichert ihr euch die Goldvorkommen. Eine Mana-Produktion werdet ihr ebenfalls brauchen, da ihr einen der römischen Türme nur mit Zaubern oder Kriegsmaschinen erreichen könnt, welche im Fall der Wikinger ebenfalls Mana benötigen. Scheut euch nicht, eure Wirtschaft extrem auszubauen. Aber noch viel wichtiger ist es auf dieser Karte, nicht übermüßig zu werden. Defensive KIs reagieren darauf, dass ihr einen ihrer Türme erobert mit einem großen Angriff. Das gilt auch dann, wenn der Turm ursprünglich euch gehört hat. Unterschätzt das nicht, wenn ihr angreift, wird die KI getriggert und 200% mad sein. Daher sind Level 3 Soldaten auch sehr wichtig und sobald ihr Gold habt, solltet ihr ausschließlich diese produzieren. Um absolut sicher zu gehen, sichere ich gerne die mittlere Insel mit der römischen Burg mit ein paar zusätzlichen Türmen. Im Fall eines Angriffs habe ich dort genug Platz für meine Soldaten, während die feindlichen Truppen zunächst die enge Landbrücke überqueren müssen. Konzentriert euch immer auf eine der beiden großen KIs und scheut euch nicht, deren Rohstoff und Bauplatz zu nutzen. Sobald alle drei Siedlungen zerstört wurden, habt ihr gewonnen. In der vorletzten Mission glauben die Wikinger, den letzten dunklen Tempel gefunden zu haben. Dieser befindet sich im Nordosten der Karte. Entgegen der Tipps, die euch das Spiel zu dieser Mission gibt, seid ihr auf eurer Startinsel nicht völlig sicher, da sich einige Soldaten des dunklen Volkes auf der Insel befinden.
Es sind allerdings keine Schamanen unter ihnen und wenn ihr sie besiegt habt, seid ihr tatsächlich sicher. Falls ihr überhaupt von ihnen belästigt werdet, ich wurde es jedenfalls nicht. Ach ja, Prätrojaner-Karten sind in der Beziehung so stressfrei. Das Gebirge nördlich eurer Siedlung enthält Kohle, Eisen und Stein. Das große Gebirge im Zentrum eurer Insel enthält alle Erze in großen Mengen. Rohstoffprobleme solltet ihr also nicht bekommen. Auf dieser Karte fehlt mal wieder alles, uns bleibt sogar nur ein freier Siedler, weshalb euer erstes Gebäude ein mittleres Wohnhaus sein sollte. Wie auf der vorherigen Karte solltet ihr zunächst eine Werkzeugschmiede anstreben. Langfristig solltet ihr euch auf Level 3 Soldaten konzentrieren, da ihr eure Soldaten mit Fähren auf die andere Insel transportieren müsst. Diese Karte ist weniger schwer und eher langwierig, da das dunkle Volk drei große Gebiete besitzt. Wie ich feststellen musste, ist es schwierig, im südwestlichen Teil der anderen Insel einen Hafen zu bauen, aber das Gebiet im Norden eignet sich. Ihr braucht keine vollwertige Kolonie, aber einige Türme und Lazarette sind durchaus sinnvoll. Mit Level 3 Soldaten und einer angemessen hohen Kampfkraft werdet ihr dem dunklen Volk in jedem Kampf überlegen sein. Wichtig ist aber, dass ihr gründlich vorgeht, damit nicht später neue Pilzfarmen entstehen und ihr suchen müsst. Sobald der dunkle Tempel zerstört ist, habt ihr gewonnen. Die ganze Karte erobern, wie in der Siegbedingung angegeben, müsst ihr nicht. Für die letzte Schlacht kehren wir noch einmal zu den Mayas zurück. Die Römer und Wikinger sind zwar auch anwesend, aber dafür gibt es noch keine Punkte und helfen tun sie uns in keiner Form. Das Schicksal der Menschheit liegt daher allein in unseren Händen. Wisst ihr was? Wenn die KI nicht freiwillig mithelfen will, dann wird sie eben gezwungen. Das hier ist die schwerste Mission der Kampagne, abgesehen von Mission 6. Allerdings nur, weil wir bereits nach 20 Minuten das erste Mal angegriffen werden und wir auch danach alle 20 bis 25 Minuten vom dunklen Volk belästigt werden. Glücklicherweise habe ich eine Strategie gefunden, die den Anfang deutlich stressfreier macht. Allerdings ist die etwas aufwendiger und dauert etwas länger. Zunächst baut ihr ein kleines Wohnhaus und einen Turm, der die westliche Küste einnehmen soll. Die Türme könnt ihr danach direkt wieder abreißen, vorerst behalten wir nur den großen auf der südlichen Insel. Baut anschließend einen Hafen und lasst eure Fähre anrücken. Verwandelt eure Planierer und Bauarbeiter in Pioniere und Geologen und rekrutiert 5 Diebe. Die Diebe lasst ihr ein Brett und 4 Steine aufheben und die Fähre besteigen. Diebe lassen standardmäßig Waren, die von eurem Gebiet stammen, sofort wieder fallen, außer ihr bewegt sie mit gedrückter Alt-Taste, während die Diebe ihre Animation ausführen. Eure Pioniere besteigen ebenfalls die Fähre, die übrigen Plätze nehmen einige eurer Geologen ein. Die Fähre schickt ihr nun in den Norden der Wikinger-Siedlung. Da eure Verbündeten das Gebiet nördlich des Gebirges nicht besiedeln werden, tun wir das nun. Während die Fähre unterwegs ist, lasst ihr eure übrigen Träger Baumaterial zum Hafen bringen. Wenn ihr zwei der Zielobjekte, mit denen ihr startet, abreißt, hättet ihr sogar genug Gold, um direkt einen großen Tempel zu bauen. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass das dunkle Volk eure Siedlung nicht angreift, könnt ihr alle überschüssigen Träger in Diebe verwandeln und ein Stück entfernt sammeln, damit ihr später auf sie zurückgreifen könnt. An der östlichen Küste der Wikinger-Halbinsel könnt ihr einen Hafen bauen. Lasst eure Pioniere weiter das Gebiet erobern, bis die Rohstoffe nachgeliefert werden. Ein Lager für Holz und Steine ist sinnvoll, damit im Hafen Platz für die zweite Lieferung ist. Nun lasst ihr nämlich auch noch die Werkzeuge aus eurem Startgebiet nachliefern. Leider können wir die vorgegebenen Bergmänner, Schmiede und übrigen Siedler nicht mitnehmen, aber wir können sie später trotzdem nutzen. Außerdem lassen wir die übrigen Geologen und unsere Soldaten zu Fuß in euer neues Zuhause laufen. Jetzt könnt ihr eure Siedlung normal aufbauen. Die Wikinger werden euch vor dem dunklen Volk beschützen, also lasst euch Zeit und schaut euch nicht vorzuspulen. Achtet aber auf eure Rohstoffe und Werkzeuge. Da ihr nicht alles mitnehmen konntet, müsst ihr am Anfang eine bestimmte Reihenfolge einhalten. In erster Linie eine frühe Steinmine und eine Werkzeugschmiede. Die Wikinger dürften normalerweise klarkommen, aber im zweiten Durchgang mit dieser Strategie haben sie alle ihre Planierer verloren, wodurch sie irgendwann keine Häuser mehr bauen konnten und ihre Wirtschaft komplett lahmgelegt wurde. Natürlich kann es später durchaus helfen, wenn die Wikinger besiegt werden, aber sogar in dieser Runde verhielten sie sich wie Kakerlaken und weigerten sich standhaft zu sterben. Leider werden die Rohstoffe in eurer neuen Siedlung nicht für eine Armee reichen, die das dunkle Volk besiegen kann. Gerade Gold ist zu knapp, um mehr als etwa 200 Level 3 Soldaten rekrutieren zu können. Das dunkle Volk besitzt zwar nie mehr als etwa 530 Soldaten zur gleichen Zeit, kann gefallene Soldaten aber sehr schnell neu produzieren. Ich bin mir leider nicht sicher, ob das eine versteckte Eigenschaft der dunklen Festung ist oder ob es daran liegt, dass das dunkle Volk einfach eine riesige Mana-Reserve aufbaut. Jedenfalls kehren wir später zu unserer Startposition zurück, um auch dort eine vollwertige Siedlung zu errichten. Einige gut platzierte Lazarette in der Nähe des dunklen Landes sind auch nützlich, um einer Zermürbung eurer Truppen vorzubeugen. Was ihr auch tut, wenn ihr angreift, müsst ihr in der Lage sein, den Krieg zu beenden. Wenn ihr den Druck auf das dunkle Volk nicht aufrechterhalten könnt, wird es sich in kurzer Zeit erholen. Level 3 Soldaten sind Pflicht und eine hohe Kampfkraft sehr empfehlenswert. Die dunkle Festung verhält sich im Grunde wie ein dunkler Tempel, nur dass sie nicht zerfällt, wenn sie von grünem Dant umgeben ist. Gewonnen habt ihr dann aber trotzdem, womit das dunkle Volk besiegt wäre. Ouch!
Also schön, ich habe verloren und du, du hast gewonnen. Konkyra, hilf mir! Konkyra wird dir nicht helfen, Morbus. Au! Wenn du mir das Zeugs vom Hals schaffst, dann höre ich auch auf, herumzumeckern. Au! Okay, du hattest deinen Spaß. Konkyra! Danke für die Blumen. Gern geschehen.